So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur großen Schlacht von Weißlauf. Die Zeit von der letzten Folge, die wir verdödelt haben, beziehungsweise früh abgebrochen haben, lassen mich jetzt natürlich einfach weiterlaufen. Ich kann es kaum erwarten, noch einen von Wolfgangs Jungs zu treffen. Ja. Oh, hier gibt's offensichtlich ordentlich was auf die Fresse. Ich hätte die größte Schlacht... Wow! Der Schuss war verdammt nah. Ja, die haben angefangen, hier rumzustressen. Also hab ich mir jetzt gedacht, ja, geb ich denen mal was auf die Fresse. Ja, Farengar, verpiss dich. Du hast ja nichts mehr verloren. Oh, du backst hier in der Tür rum. Finde ich schon ganz geil. Ja, wir werden jetzt versuchen, die Stadt so gut es geht zu verteidigen. Damit die Herren Kollegen es nicht schaffen, den Jarl zu töten. Und die Stadt zu erobern. Das und nur das ist unsere Mission. Keine Gnade. Ja. Wer bist du? Oh, du warst nur ein Bug. Okay. Wo müssen wir jetzt genau Stellung beziehen? Was? Die Brücke ist noch oben? Finde ich uncool. Mach die Zugbrücke hoch! Los, hoch damit! Mongos. Okay. Hat nichts zu bedeuten. Lass einfach die Zeit nochmal laufen. Jawohl! Heute ist der Tag, an dem wir Ulfric Sturmmantel und den Jarl, die seine Rebellion unterstützen, eine Nachricht schicken. Aber seid euch dessen immer bewusst, was wir hier heute... Schönes Wetter für einen Krieg. ...und seine Bewohner. Indem wir das Geschwür dieser Rebellion herausschneiden, werden wir dieses Land wieder gesund machen. Alles klar! Hier hinterher! Für das Kaiserreich! Für das Kaiserreich! Yeah! Yeah! Verteidige die Barrikaden. Haben die denn wenigstens jetzt die blöde Schlossbrücke da hochgezogen? Bevor die Mongos kommen, muss ich das checken. Wäre ziemlich dämlich, wenn nicht. Nee, also ich fasse es ja wohl nicht. Oh! Was? Ey, gibt's doch wohl nicht. Bitte mal stehen hier. Wir haben Bogenschützen entlang der Mauer. Wo? Ich will auch mal was zu bekommen. Drüben bei der Brücke. Wie der Biss eines Flohs. Ah, das ist eine Wache von Weißlauf. Also die beiden Typen da oben, die gefallen mir gar nicht. Ja, ich kümmere mich mal um die. Gescheitert. Verteidige die Zugbrücke. Bist du behindert? Fickt euch. Fickt euch einfach. Das ist scheiße. Ich will mal was zum Kloppen haben. Ah ja. Guck mal, wer da oben ist. Ja, ich habe euren General getötet. Bam! Da sind zwei. Komm her, du Drecksau. Bam. So ist gut, Mann. Alter, yeah, auf die Fresse. Kommt
Hauptsache, du stirbst jetzt endlich. Da, damn. Uah. Was habe ich auf Lager? Oh, das sind ein paar mehr, als ich, Scheiße. Hoppala. Scheiße. Mist. Ups. Ja. Weiß ich. Kommst du her? Boah, jetzt gibt er endlich Damage hier. Mir egal, stirb. So, 6% haben wir noch. Das sind immer ziemlich viele rote Punkte hier. Da fliehen sie. Haha. Opfer. Bam. Bam. Yeah. Gewonnen. Yeah. Oh, noch so eine feige Sau. Boah. Hier hören. Der Jarl möchte etwas sagen. Sandt euch in dem Sieg, den ihr heute errungen habt. Ihr habt es geschafft. So wie die Götter sich in eurer Ehre sonnen. Mit dem Gesicht nach unten im Dreck wiederfinden. Sie singen bereits von eurem Mut und eurem Können. In den Hallen von Sovngarde erschallen ohne Zweifel Lobpreisungen zu euren Ehren. Indem ihr diese Sturmmantelverräter bezwungen habt, habt ihr ihnen die Sinnlosigkeit ihres Tuns aufgezeigt. Yeah! Und die Überzeugungen in euren Herzen. Die Bürger von Weißlauf stehen für immer in eurer Schuld. Doch Ulfric wird hier nicht Halt machen. Nein, er wird auch weiterhin alle wahren Nord angreifen, die dem Kaiserreich treu bleiben. Er wird auch weiterhin Zwietracht und Chaos sehen, wo er nur kann. Oh. Und so müssen wir alle den Kampf gegen diese... Da haben aber nicht viele überlebt. Auch dass unsere gefallenen Brüder nicht umsonst gestorben sein mögen. Unsere Ehre gebietet es, diesen blutrünstigen Bestien zu verbieten, sich auf unserem Grund und Boden herumzutreiben. Weiter so, Männer. Yeah. Habt meinen Dank und meinen Segen. Für Weißlauf. Für das Kaiserreich. Wow. Wie viele haben überlebt? 3 Stück. Wow. Da haben wir aber ordentlich was auf die Fresse bekommen. Also, wir sollen uns bei General Tullius zurückmelden. Das machen wir doch mal gleich. Nicht lange fackeln, Tullius Bescheid geben. Vielleicht bereiten wir uns ja auch bald für den kompletten Vernichtungsschlag gegen... ja, diesen komischen Freaken davor. Mich interessiert gerade, wie es wäre, wenn wir ein Sturmmantel wären. Dann würden wir ja quasi da reingehen und alles kaputt walzen. Aber gut. So sei es. So sei es nun. Ja. Wir haben uns dafür entschieden, die Seite zu wählen. Und ich glaube, wir haben sogar richtig gewählt. Ich kann es zumindest jetzt nicht bereuen. So. Hier ist aber alles friedlich.
Friedlich. Es ist schwierig und manchmal eintönig, aber ein guter Pfeil trifft, als es wie ein guter Gott will. So, mal gucken. Mal gucken, was uns die Kollegen hier zu erzählen haben. Ist doch ganz interessant. Vielleicht kriegen wir irgendeine Belohnung von General Tullius. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Macht mich mal gerade einfach so random interessiert. Wir haben 331 Stahlpfeile. Wow. Krass. Wartet. Ich kenne euch doch. Ja, dich auch. Durch unseren Sieg über Ulfric bei Weißlauf haben wir die Loyalität des Jarl gefestigt. Vielleicht verlieren die Sturmmäntel bald endgültig den Mut für ihre kleine Rebellion. Ich befördere euch zum Quästor. Nehmt diese Klinge. Ein Symbol für eure neue Position und Verantwortung. Ich werde eure Karriere im Auge behalten. Das Kaiserreich belohnt außergewöhnliche Leistungen. Und so halte ich das auch. Läuft mein neuer Befehl, Sir? Es wäre eine Verschwendung, euch als normalen Soldaten einzusetzen. Ich habe spezielle Pläne für euch. So nützt ihr mir mehr und seid flexibler einsetzbar. Begebt euch zu unserem versteckten Militärlager in Pale. Ricker hat wichtige Aufgaben für euch und braucht eure Hilfe bei unserer Rückeroberung der Hauptstadt. Ah. Jawohl, Sir. Für das Kaiserreich. Na gut, wir haben ein Ebenerzschwert des Feuers bekommen. Cool. Wow. Nehmen wir das natürlich. So, wir müssen uns bei Pale Palais melden, um die Stadt zurückzuerobern. Soweit ich in Erinnerung habe, war Pale Riften. Na super. Das heißt, wir kriegen Stress mit der Diebesgilde. Na. Egal, wir sind Diebesgildenmeister. Uns kann das ja nichts anhaben. Was ist hier? Du hast diesen Ort noch nicht entdeckt. Ja, so gut, dann reisen wir halt eben dahin. Mir doch egal. Ah, da war Pale, dieses Ding wahrscheinlich da oben. Ist doch egal. Wir erobern jetzt irgendetwas. Und Hauptsache, wir kriegen da jetzt mal langsam... ja, mal was auf die Reihe. Wir wollen doch immerhin hier diesen Jarl Balgoruf da. Nee, nicht Jarl Balgoruf, was laber ich da? Ulfric Sturmmantel, genau. Jarl Ulfric Sturmmantel. Wollen wir doch mal so langsam stürzen? Wir wollen doch mal langsam... Ja. Ein bisschen mehr Macht bekommen. Ich bin mir langsam hier ein bisschen müde. Schon lange, eine ganze Weile am Zocken. Eine Stunde geht aber noch. Ah, nochmal 4 Uhr, dann passt das schon. Dann passt das schon. Dann kann ich den ganzen Abend und Nacht über hochladen, dann ist es in Ordnung. So, müssen wir lang? Da lang. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, gar nicht hin. Gar nicht beachten, einfach nur rennen. Aber der ist uns irgendwie nicht fein. Boah! Boah, der aber schon. Boah, der aber schon. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Scheiße. Jetzt wollen wir mal hinne machen. Boah, Kacke, das ist aber ungut. Das ist aber uncool. Boah, der macht uns. Den müssen wir mal beseitigen hier. Das geht ja mal gar nicht. Ach du Scheiße. Verpisst du dich jetzt, oder was? Warum verzieht denn der sich jetzt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ah, da ist ja das Lager. Yeah! Hallo Leute! Ich kann es kaum erwarten, noch einen von Ulfrics Jungs zu töten. Ah, der Quartiermeister ist du also. Was haben wir hier? Schlafhütte.
Kaiserlicher Soldat. Noch einer. Ein Topf? Ist es ein Topf? Ach so. Oh. Eine Karte. Legat. Oh, eine Truhe. 140 Gold. Und die dürfen wir uns einfach so nehmen. Krasse Sache. Was ist mal hier? Fass. Oh, diese Schmerzen. Jemand soll etwas gegen diese Schmerzen tun. Das hier ist also das Nazarettenzelt. Und hier kommen die ganzen Verwundeten hin. Ja, bleiben wir mal lieber raus. Ja, was genau sollen wir jetzt hier machen? Nur mal so als kleine Frage. Sollen wir uns vielleicht bei dem Legaten melden? Denken, sie könnten uns fertig machen, Questor? Noch wundern. Legat, hast du einen Auftrag für mich? Bleibt auf der Hut. Verdammter Sturmmantel-Rebell. Die Rebellen vergessen gern, dass es das Kaiserreich ist, das den Bund von Himmelsrand was ist denn jetzt eigentlich hier? Ich werde General Tullius helfen, die Rebellion Sturmmantel zu zerschlagen, um Himmelsrand wieder zu feiern. Kaiserliche Kontrolle herstellen. Ja, das mache ich. Was? Ja, was ist denn jetzt hier? Was soll ich denn hier machen? Erklärt mir das doch mal einer. Da sind welche. Ich kann es kaum erwarten, einen dieser Rebellen kalt zu machen. Hä? Was soll ich denn hier? Ja, stehlen, stehlen. Ja, dann machen wir mal ein bisschen Zeit warten hier, ne? Zeit totschlagen. Bis wir Tag haben. Und dann gucken wir mal, was dann passiert. Sonnenaufgang haben wir jetzt. Ah, Midas, also Mittwoch. So, ah. Legatrikes, also da. Und ich sind nicht. Ihr müsst dem Kommandanten der Sturmmäntel in der. Aber zuerst. Die Gast. Versucht ein. Egal, aber tut nichts. Nun, Soldat, könnt. Ist so gut wie erledigt. Jetzt schon wieder los. Sekunde. Ja? Sekunde. Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. So, ich muss mich bei dir wieder melden. Bist du gelandet? Boah, krasser Scheiß. Geh weg, da Pferd. Also der Drache hat ja ziemlich was auf die Fresse bekommen. Ich trage zu viel, ich kann nicht rennen. Oh oh. Das ist uncool. Seele. Seele nochmal gerade her. Und sehe ich es richtig? Wir müssen jetzt was fallen lassen. Oh, yeah.
So, Drachenseele aufgenommen, das bringt mir aber nichts. Ich muss irgendwas fallen lassen, das finde ich aber uncool. Was kann man denn fallen lassen? Boah, wir haben viel zu viel Kram dabei. Wir haben viel zu viel Kram dabei, den wir... Brauchen wir doch alles. Das will ich aber nicht wegschmeißen. So, der Jeck. Bleib doch bei mir. Ein Stahlkriegshammer. Den kann man doch fallen lassen. Ein Vulkanglas voll. Ich kann ich auch fallen lassen. Von mir aus. Na, die sind aber alle verzaubert. Die will ich ja nicht wegschmeißen. Ich bin nicht doof. Wie schaut's mit Essen aus? Das wiegt zwar alles nichts, aber das ist mir egal. Ich lasse es trotzdem fallen. So. Wie viel haben wir jetzt? 766. Was haben wir denn hier bei sonstigen Kram dabei? Ein Becher! Fallen lassen, fallen lassen. 7 Stück, lassen wir mal fallen. So. Ich würde es kaum glauben, hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. Dann glaube es doch nicht. So, hier ist erstmal mein halbes Inventar liegen. Bei den Göttern. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Mein ganzes Leben lang habe ich noch nie so ein Monster. Oh! Time is over? Eieiei. Was hast du noch zu sagen? Eine Meldung für mich. Melde mich zum Dienst. Dem Kommandant, aber zuerst die Gast. Versucht einen der Gastwirte. Egal, aber tut nicht. Nun, Soldat, könnt ihr das für... Passt auf euch auf da draußen. Die falsche Front. Okay, dann bedanke ich mich jetzt doch mal recht herzlich fürs Zuschauen. Ja, ich gehe jetzt her und beende diese Folge und... zwischen dieser und der nächsten Folge gehe ich mal gerade hier in unsere Bude und lege ein bisschen Kram weg. Das müsst ihr jetzt nicht mal anschauen, ist ja recht langweilig. So, vielen Dank. Tschüss.